Schönen guten Abend. Willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des ERC Ingolstadt gegen die Adler Mannheim. Der Endstand vor 3.335 Zuschauern, 4:3. Bei mir die beiden Trainer, Bill Stewart aus Mannheim und Larry Mitchell aus Ingolstadt. Mr. Stewart, your statement, please. Yeah, congratulations, Larry. I thought your team, after the first period, played a very clever game. For us, obviously, I'm disappointed with the results, but our goal first and foremost is to play the game the correct way with some Leidenschaft and some passion, and I thought the guys played very hard today. I think it's one of those games where we were a little bit unlucky, but having said that, when you work hard and play hard, obviously you get rewarded somewhere down the road. It's a very tight league. And I thought the best player in the rink was certainly Jochen Reimer. I thought he made some big saves at key moments. And right now it's a 7-week season for us. Would have been nice to get 3 points, but you have to keep everything in perspective and make sure that you're going in the right direction. And I think we're going in the right direction. Thank you. Herzlichen Dank. Ich fasse kurz zusammen. Er gratuliert Larry Mitchell zum Spiel. Er attestiert Ingolstadt ein schlaues Spiel nach dem ersten Drittel. Mit dem Ergebnis ist der Stewart natürlich nicht zufrieden. Er findet aber, dass Mannheim hart gearbeitet hat und man wird dafür belohnt werden. Er sieht seine Farben auf dem richtigen Weg. Als Schlüsselspieler nennt er Jochen Reimer, den Ingolstädter Torwart. Er hatte Schlüsselsaves und ja, jetzt kommt es natürlich weiter auf harte Arbeit an. Larry, dein Statement bitte. Ja, guten Abend, Bill. Alles Gute mit deinem neuen alten Job. Eishockey ist nicht so kompliziert, wie man meint oder wie man es vielleicht machen will. Im ersten Drittel waren wir nicht bereit, die Zweikämpfe anzunehmen, das heißt die Zweikämpfe vor unserem eigenen Tor. Vor dem gegnerischen Tor lagen Abpraller dort. Wir waren ohne Leidenschaft unterwegs, wir waren nicht bereit, da als Erster an der Scheibe zu sein oder vielleicht gleichzeitig an der Scheibe zu sein und willig den Zweikampf zu gewinnen. Und gut, die ersten 5 Schüsse waren 2 drin, aber das ist, weil wir zu weit weg von Mann war, die angesprochene fehlende Leidenschaft, die Zweikämpfe anzunehmen und zu gewinnen, war die Ursache dafür. Es war ein absoluter Witz, das habe ich die Mannschaft auch gesagt in der ersten Drittelpause und im zweiten Drittel. Wie gesagt, wir können es schön reden, wie wir wollen. Wir können es komplizierter machen, als es tatsächlich ist. Schau den zweiten Tor an. Der Mannheimer Spieler ist zuerst an der Scheibe vor seinem eigenen Tor. Und Greg Maldon, weil er einen sehr großen Kämpferherz hat, hat entschieden, dass er nicht diesen Zweikampf verliert, obwohl er Zweiter an der Scheibe war. Und genau das, was Mannheim so stark gemacht hat im ersten Drittel, haben wir besser gemacht. Wir haben eine neue Überzahlformation, eine neue Überzahlsystem mit dem einen Block. Und ja, das war sehr, sehr wichtig, dass wir eine Überzahl des 3-3 geschossen haben. Ich brauche niemandem erzählen, wie unsere Überzahl ist. Wir kriegen, wie auch immer, sehr wenig Möglichkeiten in DEL-Spielen, unsere Überzahlspiel zu üben. Und deswegen machen wir das im Training in der Hoffnung, dass wir doch ein oder andere Überzahlspiel im Spiel bekommen. Und dass wir das heute genutzt haben zum 3-3, hat mich besonders gefreut. Gut, im letzten Drittel, dieses frühe Tor hat uns den Sieg beschert, aber genauso wichtig wie dieses Tor war. Jakob Berglund vor dem Tor, Elsner hinter dem Tor. Zweikampfverhalten sehr, sehr gut. Wille
vor dem Tor das Ding reinzuhauen. Sicherlich alles wichtige Punkte und Ausschlag geben, aber dieses vierminütige Unterzahlspiel, wo wir Schüsse geblockt haben, mit Leidenschaft gespielt haben, einen starken Jochen Reimer gehabt haben. Ich sag's nochmal, es ist nicht so kompliziert, wie man das machen will. Das kommt auf Herz und Leidenschaft und die Wille, gewinnen zu wollen. Und das haben wir 40 Minuten lang gezeigt, 20 Minuten lang nicht. Und die 40 Minuten heute haben gereicht für ein sehr wichtige 3 Punkte hier zu Hause, was uns zuletzt ja nur einmal gelungen ist gegen Schwenningen. Und jetzt mit 5 Auswärtsspielen in Folge, denke ich, können wir mit breiter Brust am Sonntag nach Schwenningen fahren. Ich wünsche Bill und seiner Mannschaft viel Glück natürlich für die nächsten Spiele. Dankeschön. Herzlichen Dank. Gibt es Fragen seitens der Medienvertreter? Hans Fischer von Radio Inn, bitte. Frage an Larry Mitchell. Du hast gesagt, die ersten 20 Minuten war die Mannschaft nicht mit Leidenschaft dabei. Musste ja in der Drittelpause die richtigen Worte gefunden haben. Waren das so etwas weichere Worte oder hast du dir mal richtig zur Brust genommen? Ja gut, Trainer versuchen schlau zu sein, Trainer versuchen die richtige Entscheidung zu treffen, Trainer versuchen auch, aber gleichzeitig die richtigen Momente zu suchen, wo man ein bisschen lauter werden muss. Ich war nicht so laut, seit ich diesen Aushilfsjob mache und das hat sich heute geändert nach dem ersten Drittel und ja, man weiß es nie. Wie gesagt, wir sind immer gespannt auf die Reaktion der Mannschaft und ich bilde mir nichts ein. Ich kann jetzt nicht nach jedem schlechten Drill da reingehen und lauter werden und die Jungs meine Meinung sagen, weil irgendwann mal hören sie nicht mehr zu. Aber ich denke, heute war sicherlich der richtige Zeitpunkt dafür und hoffentlich habe ich die richtigen Worte gefunden. Für heute würde ich mal sagen, Aufgabe gelungen. Sie sind auf alle Fälle auf fruchtbaren Boden gefallen. Würdest du am Ende sagen, es war ein Sieg der Moral? Ja, kann man so sagen. Ich meine, es sind viele Entscheidungen, die nicht unbedingt für uns gefallen sind im letzten Drittel. Und wir haben unsere Köpfe nicht hängen lassen. Wir haben ein angeschlagener Brad Olsen, obwohl er eigentlich nicht in einem normalen 5 gegen 5 Wechsel einsatzfähig war, hat er gezeigt, dass er trotzdem die Mannschaft helfen will. Ich habe ihn bei jedem wichtigen Bully, was nicht Icing war, aufs Eis geschickt im eigenen Drittel. Die meisten hat er gewonnen und ich kann nur sagen, dass der hat, wie viele andere, sehr viel Moral gezeigt, dass er trotz seiner Verletzung bei der Mannschaft geblieben ist. Es sind andere, die diese Woche nicht im Training waren, weil sie krank waren. Und ich würde dir da zustimmen, dass die zumindest mal die letzten 40 Minuten sehr viel Moral und Leidenschaft und Kampf gezeigt haben. Gibt es weitere Fragen? Die sehe ich nicht. Dann verweise ich noch auf das nächste Spiel des Erz Ingolstadt. Es steigt in Schwenningen. Das nächste Heimspiel ist am 28. Dezember gegen Düsseldorf. Frohe Weihnachten an dieser Stelle schon mal und eine gute Heimreise den Mannheimern. Ja.